Sowas, ne? Mache ich halt, ne? Mhm. Silvi, naja. 67. Genau. Na, wer, das kommt höchstwahrscheinlich, wir wollen mal gucken, es kommt jedenfalls in der Ausstellung, ne? Es wird veröffentlicht, dass da die Doppelseiten, wie die jetzt kommen, muss ich mir noch überlegen, ne? Ob, wie stark aufgemotzt, ne? Also Rahmen ist ja eine spezielle Sache in der bildenden Kunst, ne? Genau wie in der Musik auch, ne? Ich bin großer Freund und Verehrer von Rahmen, großer Freund von Hans Hake, ne? Von Hans Hake habe ich mal eine künstlerische Arbeit gemacht auf der Riesenausstellung. Von hier aus hieß sie da in der Messe, ne? 84. Oh, gut. Mhm. Zu der habe ich, parallel dazu gab es eine kleinere Ausstellung in den Kasematten, eine Gruppenausstellung, Kasematten da am Rhein, als es die noch gab. Die gibt es heute auch noch. Ja, aber jetzt ist Gastronomie drin. Ne? Okay. Ja, ja. Es wird nicht mehr als Kunstort benutzt. Teilweise das, doch. Ja? Ach, ja. Oh, gut. Können wir mal hin. Ja. Gerne. Ja. Sehr gerne. Interessante Arbeit zur Zeit. Von der Angelika Feuchthoch, das ist eine Performance-Künstlerin, aber die kennt sie nicht. Ne? Nee. So. Naja, also ich habe war da eingeladen und habe freudig daran teilgenommen und im dunkelsten Teil der Kasematten, die wir da genutzt haben, da waren hellere Teile und dunklere. Ne? Im dunkelsten Teil habe ich künstlich eine Lichterlinie eingebaut. Die Kasematten sind ja so ein Riesenschlauch mit verschiedenen Eingängen. Und im dunkelsten Teil des Bereichs, den wir da bespielen konnten, den habe ich mir ausgesucht und habe da eine mehrteilige Arbeit installiert. Unter anderem mit einer leichten Beleuchtung, also eine Strippe. Eine Strippe von einer Wand praktisch zur anderen. Und meine Beleuchtungsteile waren, glaube ich, Weihnachtskerzen, also elektrische Weihnachtskerzen. Und da waren Fotos dran, spezielle Fotos, ich sage es nicht, das lenkt ab. Und da und unten drunter war ein relativ flaches Dreieck aus Estrich, also so ein Zementzeug, gegossen, schön sauber, ne? Gut erkennbar, von was mit ein bisschen Fantasie und gutem Willen erkennbar war als ein Flugzeug, als ein Flugzeugflügel, die da in die Wand reindonnern. Ne? So. Einem Flugzeug haben Lichter ja auch neben den Flügeln die rechtwinklige Richtung. Ne? Wenn man sieht, wenn sie da landen, sind die Lichter an und man sieht, wenn man Glück hat, das Flugzeug eben mit den Lichtern, da landen die Lichter, waren auch Lichter. Ne? Und auf der geraden Strecke war in genau den der Sorte Buchstaben, wie sie in der Ausstellung von hier aus jeweils bei den entsprechenden Arbeiten sich befanden. Also da waren Arbeiten von Baselitz und Josef Beuys und Katharina Fritsch und so die ganzen Weltmeister. Genau in den Buchstaben, da war ich und habe das abgezeichnet und gemessen, dass es auch richtig ist, habe ich in dicker Pappe Hans Hake Buchstaben da an diese lange Strecke da gelegt. Ne?
sodass, wenn einer da ein bisschen Ahnung von hatte, ne, sozusagen das Ding, was da in den Kasematten war, zuordnen konnte, der Ausstellung von hier aus. Und zwar von mir. Ja, ja, ja. So. Das war Rahmen. Also und vom Hans Hake gibt es eben ein Buch, Framing and Being Framed heißt das. Ne? Habe ich irgendwo da in dem Buch. Ne? Für den war das extrem wichtig, auch für den Inhalt, natürlich auch das Erscheinungsbild seiner künstlerischen Arbeiten. Von jeher. Ne? Also der hat ja im Reichstag hat er ja auch eine schöne Arbeit, die auch mit einem solchen Element oder so eine Art Sehweise, sagen wir mal, umgeht. Ne? Das zu rahmen. Mhm.